Viele Leute heute, wenn sie schwören, dann schwören sie nicht bei Allah subhanahu. Manche schwören bei ihrer Würde oder bei ihrer Ehre. Manche schwören bei ihren Vätern oder bei Al-Kaaba oder beim Grab von dem. Und das ist Schirk in unserer Religion. Das geht nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand schwören will, dann schwört man nur bei Allah subhanahu. Und wer nicht bei Allah subhanahu schwört, dann hat Schirk begangen. Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber pass auf, das ist ganz normal. Mit Kopf meiner Mutter, Kopf meines Vaters, mit Al-Kaaba, mit das, mit das, mit das. Und manche, die schwören bei ihrem Scheich. Beim Scheich. Wal-iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl das klar ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La tahlifu bi abaikum, wa la tahlifu bil-Kaaba. Man halafa bi ghayrillah, man kana halifan, falyahlif billah, au liyasmut. Das wird, schwört nicht bei euren Vätern, schwört nicht bei Al-Kaaba. Wer schwören will, dann schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala oder still sein. Das heißt, du schwörst nicht bei was anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala.